Dresdner Seite gibt es da noch kein Statement. Ja, ich denke, man wird auch das Saisonende erstmal abwarten und dann alles nach und nach bekannt geben. Ich persönlich bin auch kein Freund davon, von Mannschaften, die noch in den Playoffs sind, da schon Kaderveränderungen oder irgendwas bekannt zu geben. Ja, und üblicherweise. Und Tor! Tor! Marc Gallen, der Torschütze. 3 Minuten vor der ersten Sirene. Schön vorgetragener Angriff über Gallen und Grafentin. Und Gallen nutzt dann den Abpraller und trifft ins verwaiste Tor. Und die Dresdner führen damit 1:0. Und das auch durchaus verdient. Haben wir mehr fürs Spiel getan und Stilos kommt da gut ins Drittel rein. Beller fährt hin um Tor entlang. Und Tor für Bietigheim. Klasse Vorlage von Sean Weller. Der siegt Dominik Auger und der war ganz allein und muss die Scheibe nur noch ins leere Tor schieben. Und damit Spielstand 1:1. René Kramer damit wieder zurück. Ja, du hast gerade noch gesagt, Powerplay von Bietigheim ist mit das Beste. Sonst haben sie einmal mehr unter Beweis gestellt. Somit geht es wieder bei 0 los. Garten auf Krumensch. Krumensch dreht nochmal ab und Tor! Was für ein Tor! Und das hat sich Arthur Krumensch erarbeitet und das war aber auch klasse vorgelegt von Marius Garten. Ja, die Vorarbeit ging eigentlich von Dominik Grafentin aus, der sich halt mit einer Hand mitnimmt und im dritten hält. Und dann die Youngster schlagen da eiskalt zu. Ja, aber Marius Garten hätte auch selbst den Abschluss suchen können, passt dann aber auf Arthur Krumensch. Und der ins lange Eck, ich glaube an den Innenpfosten sogar noch. Und er bringt die Dresdner Eislöwen hier wieder in Führung. Jetzt neuer Spielstand 2:1. Wird 2 Minuten geben wegen Haltens. Ja, Martino will sich jetzt vom Eis. Für ihn Justin Kelly auf dem Eis. Rommersberger. Schuss kommt. Nachschuss. Und ja, das ist das Tor. Und die Scheibe ging von Petr Macholder, glaube ich, noch ins Tor. Bitter für Dresden, unglücklicher. Kann ein Tor nicht fallen, aber... Ja, bei angezeigt eine Strafe. Gleich Bietigheim aus. Ja, und es war eine dumme Strafe von Petr Macholder. Ja, absolut. Da wird wieder Bill Stewart alles andere als erfreut drüber sein. Nichtsdestotrotz, die Partie wieder ausgeglichen. 2:2. 3:10 sind hier im Mittelabschnitt noch zu spielen. Torschützen reichen wir sofort nach. Aber jetzt wäre doch der richtige Zeitpunkt, um in Überzeugung mal ein Tor zu machen. Ja, auf jeden Fall. Dresden auch sofort in der Formation. Krumensch, klasse an die blaue Linie. Fellin auf Sacher. Er schießt. Oh, gefährlich. Und Tor! Fyodor Bajasinov. Und diesmal zählt der Treffer und das auch zurecht. Und Robin, als wenn ich es gewusst hätte. Es wurde Zeit für ein Tor in Überzahl. Und jetzt lassen sich die Dresden die Chance nicht nehmen. Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt vor allem. Die Dresdner Fans werden jetzt tief durchatmen. Kollege in Dresden. Bojasinov. Ja, und da können wir uns eigentlich festlegen, dass es zu einem 5. Spiel kommen wird. Ja, und damit ärgert Dresden Bietigheim halt noch ein bisschen. Ja, und der Sieg geht völlig in Ordnung in meinen Augen. Ja, absolut. Wirklich hart gearbeitet von Dresden. Und endlich auch für ihre Taten belohnt. Und man muss sagen, Bill Stewart ist es wieder gelungen, einen Weg zu finden, Bietigheim zu schlagen.